Rückspiel eine Polka von Karl Michael Zierer mit dem Titel Loslassen. Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nach dem Begrüßungswort durch unseren Herrn Superintendenten darf ich mir auch seinen Gruß zu eigen machen und Sie einfach kurz und bündig als Schwestern und Brüder im Herrn herzlich grüßen. Gottes Segen möge auf unserer Arbeit, auf unserem Bemühen, auf unserem Zusammenwirken für unsere Gesellschaft ruhen. Amen. Zum Gedenken an die Toten in schwierigen Zeiten, die hinter uns liegen, haben tapfere Männer und Frauen oft unter Einsatz ihres Lebens Mitbürger in Not geholfen. Ja, lieber Herr Landeshauptmann, Herr Landeshauptmann Stellvertreter, werte Feuerwehrmitglieder, Ehrengäste, ihr alle, wir alle sind heute Ehrengäste hier bei der Einweihung dieser Kapelle. Und es ist wirklich ein wunderbares Bild, wenn man heute hier durch die Runde sieht und schaut, wie viele Leute tatsächlich gekommen sind, um hier die Bezirksflorianikapelle einzuweihen, um ihr den Weg zu geben, den sie in Zukunft haben. Geistlichkeit, geschätzte Herren und Festgäste aus nah und fern,
geschätzte Damen und Herren aus nah und fern und liebe Feuerwehrmitglieder und Offiziere aus nah und fern. Ich darf mich zunächst bei dir, Herr Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandert Adolf Binder, recht herzlich bedanken für die Einladung zur Segnung dieser Florianikapelle. Wir befinden uns hier in Mattersburg auf geschichtsträchtigem Boden. Am 15. April 1923 wurde hier im damaligen Mattersdorf, genau im einstigen Hotel Steiger, am heutigen Standort des Mattersburger Einkaufszentrums, von mutigen und weitsichtigen Männern der burgenländische Landesfeuerwehrverband. Sehr geehrter Herr Diözesanbischof, Herr Superintendent an der Spitze der Geistlichkeit, Herr Landeshauptmann, Herr Landesfeuerwehrkommandant, Herr Bezirksfeuerwehrkommandant an der Spitze der Blaulichtorganisationen, der Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, der befreundeten Organisationen, meine sehr geehrten Damen, meine Herren. Als Feuerwehrreferent freut es mich, dass ich heute bei dieser Veranstaltung, die eine außergewöhnliche Veranstaltung ist, teilnehmen darf. Und ich darf dir, lieber Adi, recht herzlich dazu gratulieren. Und eines haben wir schon gemerkt. Das, was der Adi Binder in die Hand nimmt, im organisatorischen Bereich, hat Hand und Fuß. Und dazu darf ich dir nochmal ein recht herzliches Dankeschön aussprechen. Sehr geschätzter Herr Diözesanbischof, sehr geschätzter Herr Superintendent, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, Abgeordnete, Frau Bürgermeisterin, Herr Landesfeuerwehrkommandant, Bezirksfeuerwehrkommandanten, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, der Polizei und anderer Blaulichtorganisationen wie dem Roten Kreuz, dem Samariterbund. Ich möchte zunächst zum Jubiläum sehr herzlich gratulieren. Ich gratuliere zu diesem Jubiläum und zur Errichtung dieser Florianikapelle. Und ich verbinde diese Gratulation auch mit dem Dank. Mit dem Dank der burgenländischen Landesregierung, des offiziellen Burgenlandes, an alle, die hier freiwillig, ehrenamtlich in den vergangenen Jahrzehnten und in der Gegenwart für unser Heimatland Burgenland großartige Leistungen erbracht haben. Ohne die freiwilligen Feuerwehren, ohne das Freiwilligenamt, ohne des großen Engagements wären in vielen Bereichen diese gute Entwicklung unseres Heimatland Burgenlandes nicht möglich gewesen.